Stimmt der Vater auf. Das ist kein Satz, das ist keine das ist eine Katastrophe. Dina Berthold öffnet dem alten Schwerring. Oh Gott, ich werde abgeschossen. Sofort, ich lese gleich wieder vor. Ja, ja. Ich muss schnell ins Haus rein. Haus, Haus, Haus. Geh weg. Haus, Haus, Haus. So. Dina Berthold öffnet dem alten schwerigen Grafen die Tür. Murmelt, na Alter, wieder im Wirtshaus gewesen, bis Bier gesoffen? Nein, Berthold, in der Stadt gewesen, ein Hörgerät gekauft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird der lang. Ach du Scheiße. Dann mach den nächsten. Okay. Das ist genauso lang. Mach den nächsten. Ist auch lang. Ah. Kommt ein Mann in die Kneipe und macht das Licht aus. Kommt ein zweiter Mann in die Kneipe, macht das Licht wieder an. Kommt ein dritter Mann in die Kneipe, zieht seine Hose runter und packt sein Puller auf die Theke. Was haben die drei Männer bestellt? Na ja, ganz einfach, ein dunkles, ein helles und einen kurzen. Wirt. Wilhelm, vom letzten Monat hast du... Was? Wilhelm, vom letzten Monat hast du bei mir noch 6 Bier stehen. Kannst du ruhig wegschütten, die trinkt ja eh keiner mehr. Kommen zwei Lilliputaner in die Kneipe, sagt der eine, 2 halbe. Darf ich kurz korrigieren, 2 Platzsparende, dankeschön. Ach, steht Lilliputaner. Platzsparende. Kommen zwei Platzsparende. Danke. In die Kneipe, sagt der eine, 2 halbe, daraufhin der Wirt. Ja, das sehe ich. Und was wollt ihr trinken? Aha. Ist genauso schlecht. Für heute Abend bräuchten wir noch einen Grill. Ich habe einen kleinen. Ich weiß. Ich weiß, also, ich brauche einen großen Grill. Einen kleinen, aber wir brauchen... Ich brauche einen Grill. Ja, genau. Ja, ich weiß, ich brauche aber einen Grill. wer hat denn vorgelesen, oder wer hat denn gesagt, hab du, oder? Oder war das dein Bruder? Als du da warst, hab ich dein Bruder denn sogar gesagt gehabt. Oder Flo. Echt? Oder was, Laurin? Ich weiß es nicht. Das ist auch egal. Da waren wir mal sagt Zimmer, der Optimist. Oh, warte, da war Laurin auch da. Ja, Laurin war auch da. Sagt der Optimist, das Glas ist halb... Sagt der Optimist, das Glas ist halb voll. Sagt der Pessimist, das Glas ist halb leer. Sag ich, ist doch wurscht, ich kaufe mir eh noch eins. Ein betrunkener Mann steht in der Straßenbahn und beschimpft die Fahrgäste. Ernsthaft? User was moved out of your channel. Ein betrunkener Mann steht in der Straßenbahn und beschimpft die Fahrgäste zu seiner Linken. Laute Idioten, laute Idioten. Die Leute zu seiner Rechten brüllt er an. Laute Ehebrecher, laute Ehebrecher. Plötzlich springt ein Mann auf und schreit an. Was fällt denn eigentlich ein? Ich bin seit 20 Jahren verheiratet und habe meine Frau noch nie betrogen. Darauf fuchtelt der Betrunkene mit seinen Armen und erwidert lallend. Dann setzt sich doch zu drüben... Was? Dann setzt sich doch rüber zu den Idioten. mach weiter. So. Was würdest du zu einem Bier sagen? Nichts, ich würde es trinken. Stimmt es, dass ein Mann sich... Was? Stimmt es, dass dein Mann sich das Trinken abgewöhnt hat? Nein, er schwankt noch. Fremdenführer bei der Stadtrundfahrt. Meine Herren, gleich fahren wir an der ältesten Brauerei der Stadt vorbei. Eine Stimme aus dem Hintergrund. Warum vorbei? Kommt ein Betrunkener in die Kneipe. Am Tresen ist ein Elf... Was? Kommt ein Betrunkener in die Kneipe. Am Tresen sitzen 11 Platzsparende. Yay. Sagt der Betrunkene zum Wirt. Was ist los? Ist der Kicker kaputt? Oh. Also wäre ich das gewesen, ich hätte mal rechts links gegeben. Alter. Autsch.
Ein Betrunkener mit... Was ist überhaupt Juli? Juli sagt gar nichts mehr. Hallo. Ah, cool. Ein Betrunkener wird mit einem Penisbruch ins Krankenhaus geliefert. Penisbruch. Der Arzt fragt entsetzt, wie haben Sie das denn fertiggebracht? Lallt der Betrunkene, wenn ich den Scheißkerl erwische, der das nackte Weib auf die Mauer gemalt hat. Autsch. Seit Silvester habe ich nicht mehr geraucht, geflucht oder Bier getrunken. Kurz darauf schreit er verflucht, mal jetzt ist mir die Kippe in mein Bier gefallen. Oh, Schatz. Es heißt doch, man soll seine Liebsten auf Händen tragen. Habe ich gemacht, sieht aber bekackt aus, wenn ich... Was? Wenn man den ganzen Tag eine Kiste Bier vor sich hält. Was ist der Unterschied zwischen einem Biertrinker und einem Tampon? Der Biertrinker ist in der Regel immer voll. Oh. Ah, tschüss, Lena. X, tschüss. Warum mutest du dich dann? Weil ich, Dings... Ja, okay. Weil du, Dings, ja. Na, kann ich ja weiter vorlesen. Kommt ein Biertrinker in die... rausgemacht, damit mein Bruder auch was hört. Warum mutest du dich halt dauernd? Was ist das für eine Logik? Ja, weil ich sonst ein Echo hab. Ist mir scheißegal. LOL. Also, nein. LOL, nur wenn Juli redet. Ja, wenn du redest. Ja, weil Juli so schreit, weißt du? Ja, Juli schreit ja auch immer so. Ich hab schon wieder Tiny Ingot. Ist scheißegal. Kommt ein Biertrinker in die Polizeikontrolle. Polizist. Na, was getrunken? Biertrinker. Ja, zwei Bier. Polizist. Das kann, was? Das kann ja nicht wahr sein mit ihrer Fahne. Wie viel haben sie getrunken? Biertrinker. Zwei, das erste und das letzte. Die anderen habe ich nicht gezählt. Herr zum Ober. Wenn ich noch ein Bier bestelle, was macht das dann? Ober, voll. Eine alte Dame trinkt zum ersten Mal Bier. Sie überlegt eine Weile und meint dazu, merkwürdig, das Zeug schmeckt genauso wie die Medizin, die mein seliger Mann 20 Jahre einnehmen musste. Ja, das glaube ich. Ein Mann geht am späten Abend die Straße entlang. Da meint er, wie auf der... Schwer, gell? Vor allem, wenn man so viel geredet hat. Da sieht er, wie auf der anderen Seite ein Betrunkener versucht, mit einem Schlüssel die Straßenlaterne aufzuschließen. Da ruft der Mann herüber. Das macht keinen Sinn, da wohnt niemand. Warum wird der Betrunkene, aber im ersten Stock brennt noch das Licht? Okay. Hä? Okay, gut. Warum nicht? Paddy? Ja? Unsere eine Energiebox ist leer. Wie? Nein! I coming! Jawohl, erstmal schön hochziehen. Nein. Oh, hier war ein Creeper, warum nur? LOL! Was, LOL? Achso, die gibt die Energie gleich weiter in die anderen Dinger da. Achso, aber das produziert schon, oder was? Ja, es produziert, aber es gibt's verlegen gleich weiter. Was produziert zu mehr oder weniger zu wenig, deswegen benutzt die obere Energiebox auch gleich mit. Also ich bin weg, gell? Nein. Ganz ruhig. Nicht kollabieren, nimm deine Tabletten. Nicht gehen! Nimm deine Tabletten. Was? Welche Tabletten? Nein! Juli? Kannst du bitte auf mein Bett schauen? Warum? User disconnected from Tschüss. The channel. Das ist dein Bett, ja? Das ist deins. Das ist meins, ja? Ja?
Ah, jetzt frage ich nicht mehr rum. Ich bin ja rein so voll rumgebuckt die ganze Zeit.